Erntefest. Du hast die beste Ernte? Keine Sorge, das kannst du jetzt beweisen. Registriere dich vor dem Marktplatz zwischen 10 und 13 Uhr. Ja, und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons. Morgen ist das Erntefest. Und ja, ich habe etwas offscreen gespielt. Ich bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Bett. Ich glaube, ich habe nicht allzu viel offscreen gemacht. Hat eben so ein bisschen Alltagszeug. Heute ist Erntefest. Ja. Was gibt es Wichtiges als zu erwähnen? Auf jeden Fall sollte ich sagen, ich habe mir jetzt endlich mal mich angemeldet. Das ist ein komischer Satzbau. Ich habe mich dafür angemeldet, das eine Feld zu pachten mit den hohen Pflanzen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich habe übrigens immer noch nicht den mysteriösen Samen gepflanzt. Vielleicht sollte ich das mal tun. Irgendwie mache ich das nie. Das haben bestimmt auch wieder mal 10.000 Leute geschrieben, dass ich das unbedingt machen soll. Aber irgendwie, ich mache es gerne spannend. Und ich bringe, glaube ich, dadurch viele Leute zum Ausrasten. Mir egal, ich spiele so, wie ich will. Und ich, ja, ich mache das bald, versprochen. Versprochen. Eines Tages werde ich das mal aussehen. Merkmaschine. Ich werde es auf jeden Fall noch machen. Ich werde es nicht vergessen. Aber wenn es immer noch so viele andere Sachen gibt, dann mache ich dann lieber erstmal noch die anderen Sachen. Ich weiß nicht, ich will ja nicht alles auf einmal mitnehmen und dann dafür gar nichts dann mehr haben. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann. Solange ich hier noch Sachen entdecken und aufbauen kann, muss ich das andere noch nicht tun. Versteht ihr, was ich meine? Weil wenn ich jetzt schon irgendwie alles freischalte und entdecke, was weiß ich, was geht, dann habe ich dann vielleicht schon in 10 Folgen nichts mehr, was ich tun könnte. Und ich finde das dann eben alles so stückchenweise. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt auch ein Mensch, wenn ich zum Beispiel ein leckeres Stück Torte habe oder Tiramisu oder so, das tue ich auch so stückchenweise essen. So, wisst ihr? Ich mache mal ein bisschen den Sound leiser. Das tue ich auch so ein bisschen stückchenweise genießen, nicht alles auf einmal im Schrein quetschen in meinen Mund und auf einmal essen. Alles Stückchen, Scheibchenweise genießen und dann mehr davon haben. Ja, das ist schön. Übrigens, Liz ist jetzt ein kleines Babyhuhn. Sie ist nicht mal gelb. Und sieht immer noch so aus, als ob die Ballons am Arsch hätten. Sie ist etwas größer geworden. Ja. Ich habe übrigens wieder ein Ei hier reingeschmissen. Dann habe ich ja 3 Hühner. Ich dachte so, meine Güte, okay. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen werde. Werden wir dann sehen. Oh, das ist eine schöne Mistgabel. Nein, du bist keine Mistgabel. Du bist aber eine. So. Bürste. Yay! So. Hopsi Flopsi Leckerli. Für die kleinen Schauen. Ja, bitte, du kleiner Klops. Ich möchte gerne. Ramona. Ja, ich weiß, dass du gerne eins der Leckerlis haben möchtest, aber ich komme nicht ran. Oh, das war jetzt Liz. Ja. Ja, Ramona, du kriegst doch was. Ja. Nee, das hat jetzt Liz gekriegt. Warte, Ramona. Jetzt gleich. Jetzt. Jetzt hast du was. Okay. Alles gut bei euch? Ich glaube, ich nehme auch Sean raus. Er hat's verdient. Er ist klein und süß. Und der Hops jetzt rum. Streichel, streichel. So, was mache ich mal noch? Ich nehme auch mal Jean raus. Weil so oft von euch gefragt wird, warum ich Tiere nicht rausnehme. Aber ich muss sie nicht rausnehmen. Nur halt eben, falls sie Stress haben sollten. Wenn ich schon alle Tiere rausgebracht habe, ist ja auch doof. So. Ist, dass ich hier ein bisschen rumhopse, ne? Ich hoffe, da sind einige von euch schon zufrieden. Und hallo, kleine Bianca. Willst du das Katzenklöckchen fangen? Dann fang es! Feine Bianca. Hat Bianca noch zu essen? Jetzt gucken wir am besten auch noch mal schnell nach. Na, mehr als genug. ich überlege gerade. Ja, hoffentlich können wir bald uns auch mal einen neuen Hund holen. Werden wir sehen. Was gibt's hier? Nicht. Gieße ich trotzdem mal, weil hier haben die Monate, Jahreszeiten, was auch immer, ja, 31 Tage. Oh, da hat gerade Jean mehr gemacht. Habt ihr es gehört? Es ist so niedlich. Gut. Gieß mal das hier. So. Vielleicht sollte ich mich auch etwas beeilen, so zeitlich. Das hier könnte ich eigentlich auch mal weghauen. Axt. So. Und zack. Und zack. Ich wollte eigentlich. Ja, bitte? Wieso? Jetzt. Warum das immer jetzt nicht geklappt hat? Gut.
Müsste ich mir gleich was mit, was ich einreichen kann. Ich habe die meisten Sachen leider schon verarbeitet. Ich wollte beim Erntefest eh nicht gewinnen. Ich gewinne nie bei irgendwelchen Festen hier. Kann ich auch was reintun? Oh mein Gott. Stimmt, ich habe jetzt hier noch so viele Fische. Schlangenkopffisch. Lachsforelle. Kürbchenmuschel. Die kann ich eigentlich mal verkaufen. Oh Gott. Ja. Ich habe sehr viel. Ich habe noch ein bisschen geangelt. Öl könnte ich mal reintun. Das Ei. Die Milch. So. Okay, rausnehmen. Vielleicht noch mal ein paar Chilischoten. Die haben es übrigens geschafft. Hier. Gibt es auch mal so noch mal im Frisch. Nehmen wir mal hier eine Frische mit einem Stern. Ist nicht viel, aber meine Güte. Achso, das habe ich noch gar nicht jetzt zu Ende erzählt. Wegen dem Pachten von dem Feld. Also man kann ein Feld jetzt... Also ich habe mich jetzt eingeschrieben. Als zukünftiger Pächter eventueller. Und natürlich wieder ein Wettbewerb. Und ich muss halt eben diesmal gucken, dass ich am zweiten Winter möglichst viel verkaufe. Deswegen werde ich jetzt auch die nächsten Tage erstmal nichts verkaufen. Und den Tag dann alles auf einmal verscherbeln, was ich da habe. Weil dann möchte ich auch sehr viel Money geben. Und ja, mal sehen. Ach, so viele kleine dicke Bienen hier. Das ist so niedlich. So, was geht ab? Oh. Zwei Bienen. Zwei Bienen. Zwei Babybienen. Ich weiß auch nicht. Oh, wieder eine Riesenhonigbiene. Ich weiß gar nicht, ob die Bienen auch... Oh, noch eine Riesenhonigbiene. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Bienen auch im Winter aktiv sind. Also, es würde mich sehr wundern, wenn so wäre, aber... Mal sehen. Ich lasse mich da überraschen. Ich glaube eher nicht, dass sie aktiv sind. Also, es ist doch etwas arg unlogisch dann, aber... Ich meine, wo sollen... Also, hä? Die erfrieren doch, aber wir lassen das einfach mal so. Übrigens ist mir jetzt auch eine ganz schlimme Sache passiert. Mein Kühlschrank ist voll. Yep. Mein Kühlschrank ist voll in dem Spiel. Es passt nichts mehr rein. Also, ich weiß gar nicht, ob man dann irgendwie upgraden kann oder ob man sich schon einen zweiten Kühlschrank bauen muss. Ich habe gerade keine Ahnung. Werden wir mal sehen. Noch so die Biene mit. So, wo ist das Weasel? Wo ist der Weasel? Yay! Wieder mal Angst, was auch sonst. So, und Wurzel, Gemüsefeld. Wird alles eingesammelt. Verschafft auch noch eine schöne Süßkartoffel. Gucken wir mal. So, natürlich auch wieder gießen. Damit morgen am letzten Tag auch mal nochmal schön alles geerntet werden kann. So. Sehr schön. So viel dazu. Gucken wir nochmal kurz hier rüber, ob hier noch... Ja, hier so etwas zum Beispiel. Genau. Ja, Stein, toll. Okay, gut, dann gehe ich schon mal ganz kurz zum Weizenfeld und gieße die Sojabohnen. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ich habe nur noch eine Stunde, mich einzutragen. Am besten, ich gehe erstmal schnell auf den Platz. Nicht, dass ich mich jetzt hier für das Dingenskirchen-Gedings nicht mehr eintragen kann. Das war natürlich sehr ärgerlich. Dann tue ich jetzt erstmal das Gießen vom Sojafeld nach hinten verschieben. Das kann ich halt dann danach noch machen. 15 Uhr ist ja noch genug Zeit für anderen Schutz. Okay. Hallo, kleiner Spatz. Ich hab dich so lieb. Oh, eine Blume. Ich bin schlimm, hä? Kaum Zeit, aber tue noch Spatzen einsammeln und kleine Blumen pflücken. Was auch immer. So, noch 40 Minuten. Da schaffen wir es. Dann glaube ich auch alle schon anwesend. Und wie immer geht es nicht darum zu gewinnen. Es geht darum, um mit allen zu reden. Yay. Möchtest du am Ende fest teilnehmen? Ja, bitte wähle das Produkt, mit dem du teilnehmen möchtest. Okay. Karotte, frisch süß. Nehmen wir mal eine. Okay, da können wir auch eine Chilischote nehmen. Wobei, die ist viel mehr wert. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal die. Vorsicht, scharf. Sehr schön. Du wirst also mit dem Produkt Chilischote in der Kategorie Sonstige teilnehmen. Sonstige? Was? Ausgezeichnet. Die Festigkeiten werden in Kürze beginnen. Bitte warte einen Moment. Okay. Ich glaube, jetzt setze ich mich mal anders hin. Oh. Erntefürst. Okay, willkommen. Ich freue mich, euch alle dieses Herbst zum Erntefest zu begrüßen. Beginnen wir gleich damit, unsere Teilnehmer vorzustellen. In der Kategorie Sonstige. Teilnehmer 1, Georgia mit einer Sojabohne. Oh, Teilnehmer 2, Anita mit einer Chilischote. Ist das ein Hut oder sind das ihre Haare? Bei Wasabi. Achso, der hat Wasabi. Sie heißt...
Bianca. Das ist also Wasabi. Und das bin ich mit meiner Chilischote, die gerade mal einen Stern hat. Und nun habe ich die Ehre, unseren Preisrichter vorzustellen, den berühmten Matsuba. Tag schon, Leute, ich bin Matsuba, Spezialist für Gartenbau. Pflanzt euch hin und genießt die Show! Unsere Teilnehmer heute haben ein paar fantastische Produkte vorbereitet und ich werde jedes einzelne genau unter die Lupe nehmen. Ja, ja, guckt sich schon zwummelig wieder alle an und wird meins ganz furchtbar finden, ne? So wie es eigentlich immer ist. Ich freue mich. Oho, das habe ich nicht erwartet. Da hat jemand gute Arbeit geleistet. Wirklich gute Arbeit. Das findet er nicht so toll, hä? Aha, aha. Sieh an. Oho, aha, aha, schau. Hm. Was sagt er bei meinem? Oh, ups. Sieh an, oho, schau. Okay, wir werden schon mal nicht gewinnen, mal sehen. Also, letzte werden wir bestimmt mal sehen. Okay, der erste Platz ist erntefest. Geht an. Ja, vermutlich an Giorgio. Schwarze Zarten, ja, natürlich. Von der Rosenholzfarm. Rosenholz, ja, klingt gut. Anita von der Wildnisfarm, zweiten Platz. Zianka. Und ich bin natürlich der Letzte, wie immer. Doof. Okay. Puh. Na gut, auch dieses Erntefest haben wir leider nicht gewonnen. Was soll man auch kurz sagen? Ah, und jetzt werden mich alle wieder versuchen zu ermutigen. Oh Mann. Übrigens, tut mir leid, dass meine Nase etwas verstopft klingt. Also, falls ich generell so ein bisschen verstopft klinge. Ich bin leicht verschnupft. Was vielleicht der einen oder anderen von euch schon aufgefallen sein wird, wieso rede ich hier gerade alle Thema an? Es geht immer nur ein Feld. Oh, manche sogar in das Reisfeld. Das muss ich mir irgendwie als nächstes schnappen. Schnabulieren. Ja, Corona. Ich will nicht dreimal mit dir reden. Aber so zweimal, weil die sagten immer noch mal was anderes. Ich hab irgendwie versucht, dass es mir Freundschaftspunkte gibt. Ich hab keine Ahnung. Ja, Reggie. Ja. Ich hab das Gefühl, dass bei denen aber die Blüte ein bisschen dunkler geworden ist. Bitte spielt das ein? Oder das bin ich mir bestimmt nur ein, ne? Ich glaube nicht, dass das so Stück für Stück sich verfärbt. Es wird dann einmal dann weiß und dann einmal lila sein auf einmal, oder? Ich hab keine Ahnung. Na? Ja. Wie geht's dir? Aha, interessant. Aber bei ihm? Das ist nämlich auch schon so leicht lila. Bei ihm müsste es dann eigentlich auch. Ja, das ist bei allen so. Mit Mistel rede ich so gut wie gar nicht. Ah, na super. Blub, 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 blub. Oh, hallo Jonas. Ich mag Jonas irgendwie am liebsten. In dem Spiel, ich weiß auch nicht. Ich mag ihn total. Das sieht so nett aus. Und hat irgendwie so eine furchtbare Frau. Gut, Produkte platzen, so mit wen? Ja, ja, das Übliche halt. So sprichst, was sprichst du mit Pflanzen? Konversationen sind ein Weg, deine Liebe zu zeigen. Also solltest du jeden Tag mit deinen Pflanzen reden. Ach du Scheiße. Okay, ja klar, wir reden ab jetzt immer mit den Pflanzen und gucken dann, was dabei rauskommt. Gut, haben das alles hier mal ein bisschen abgekürzt. Zum anderen auch deswegen, weil viele immer so rummeckern. Du liest immer alles vor, du bist scheiße. Fick dich, Alte, geh sterben. Jetzt nur um einige Kommentare zu zitieren, die von Leuten, die sich dazu geäußert haben, dass ich Dinge hier vorlese. Und diese Kommentare habe ich ganz dezent darauf hingewiesen, dass das vielleicht nicht alle mögen, dass ich das immer vorlese. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal übersprungen und nicht einfach, weil ich gerade einfach keinen Bock hatte. So, den Safari Park besuchen. Yeah! Ja. Übertriebene Aggressionen von 10-jährigen Mädchen sind sowieso immer das Beste. Ich frag mich eh, warum Leute immer so übelst krass ihre Aggression auslassen müssen. Vor allem Menschen gegenüber, die sie überhaupt nicht kennen. Okay, ja, ja, ist ja auch egal. So, was geht ab hier? Natürlich können wir das nicht pflücken. Ja. Ich habe übrigens auch kein Gold gefunden, als ich auf Screen hier unterwegs war, was übrigens sehr traurig war, aber na gut. Verschwinden wir ja genau jetzt Gold. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Silber habe ich inzwischen schon an Unmengen, also daran soll es jetzt nicht liegen. Aber Gold. Gold ist immer noch das altbekannte Problem. Gucken wir mal. Hammer. Aha. Oh, ein Smaragd. Ne, du bist wieder Silber, was als Gold getarnt ist. Man denkt immer so, yeah, Gold, aber es ist kein Gold. Es ist einfach nur alles hier so rötlich gefärbt und sieht deswegen zu golden aus.
Meine Tasche ist voll, weil die mich voll kackeiern. Ja, ich habe zurzeit auch ziemlich Probleme mit Items. Weil, wie gesagt, zum Beispiel mein Kühlschrank voll ist und ich kann das irgendwo mal hin tun, so wirklich. Und das ist. Ja, ich überlege, ob ich einen zweiten Kühlschrank bauen soll. Ich weiß nicht, wie gut das helfen würde, aber ich habe da so einige Hoffnungen. Meine Tasche ist schon voll, zum besten gefüllt. Okay. Ich bin gewohnt, ob ich jetzt einen zweiten Kühlschrank mache. Das ist schon eine kleine Tragödie, die sich hier abspielt. Wir gucken mal. Ich gehe erstmal nach Hause und da ein bisschen was einlagern. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und übermorgen ist dann übrigens auch schon Winter. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie alles im Winter aussieht. Ob es da nochmal was Neues gibt. Ob wir dann hier über die Flüsse oder so laufen. Also über die Seen. Jetzt auch insbesondere, ob man das Safari laufen kann. War gut zu wissen. Ah, Bianca. Gucken wir dann mal, ne? Aber erstmal jetzt hier ein bisschen Lager. Gibt's eigentlich hier reinlegen? Ist auch bestimmt auch ein Limit, ne? 80 ist es hier. Schmarrt! Brauchen wir ja irgendwie, ich weiß gar nicht, 8 Stück oder so für ein besseres Haus. Müssen wir mal gucken, ne? Ja, aber Silber war ja klar. So. Fels, Kiesel. Deine Mutter. Wieder mal hier alles Mögliche. So, ja, ich habe ein bisschen Fische. Hineinlegen. Ja, Münze. Montrop-Blumen. Hier habe ich aber wiederum auch noch 50 Plätze frei. Ja, muss man mal gucken. Nämlich das hier ist auch schon fast voll. Shit. Muss man mal gucken, ne? So. Ja. Karottensuppe. Gebackene Süßkartoffel. Und los geht's. Pow. Yay, gebackene Süßkartoffeln. Besser denn ever. So und sonst. Yeah. Du hast mal alles hier rein. Ja, legen. Wie viel Platz haben wir denn gerade noch? Okay, 5. Und die Münze. Die Münze, genau. Nein, die Münze rein. Ach, kann man eigentlich schon fast alles. Den Fisch behalte ich mal. Ja, so. Ah, die Chilischote konnte ich wieder mitnehmen. Lol. Ist ja cool. Okay. Kann ich nicht. Ich kann nicht. Guck gerade. Bauen. Irgendwie einen großen Kühlschrank. Kann man vielleicht auch mal freischalten. Das wäre nice. Aber bis dahin müsste es dann einfach ein zweiter sein. Ich guck gerade. Ja, ich habe jetzt hier nur diesen einen. Müssen wir einfach mal gucken. Schauen wir dann. Okay. Okay. Genau. Mäh. Ach ja, besser Studie wieder rein. Dass Jean dann zum Beispiel einschläft draußen und dann von bösen Wolf gefressen wird, das wollen wir ja nicht. Und ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht hier rein. So. Und der liebe Sean. Ein kleine Klops. Ist auch schön, mal draußen etwas rumzurennen, oder? Streichel, streichel. Nein? Bist du lieber zu Hause am PC? Ja, das kenne ich. Ist aber bestimmt nicht. So. Gucken wir nochmal auf den Marktplatz. Platz da, hier kommt der Mazda. Ich wollte eigentlich. Genau. Hallo. Danke. Ich überlege gerade zum Marktplatz reiten. Das klingt gut. Das nehmen wir auch mal. Ratatatata. Ich glaube, ich habe. Ja, ich habe, glaube ich, auch nichts mehr, was ich verkaufen kann. Was gibt's bei dir so, Howdy Boy? Scheiße! Das habe ich schon wieder mysteriös zusammen. Ich vergesse mal das zu lesen. War schon mal weiter drücken. Ich denke, ja, bla, bla, bla. Okay, ich werde mich da mal kümmern wegen den mysteriösen Samen. Hier sind jetzt nicht so sinnvolle Sachen. Rezepte. Gibt's da mal irgendwie was? Kaffee hätte ich gerne oder sowas. Nein. Spiegelei? Okay. Weißmuffin. Pfannkuchen. Oh, stimmt. Säfte, also Melonensaft, Orangensaft, Melonensaft. Ja, super. Baupläne, gucken wir mal. Fässer, Heuballen, rotes Bett, Lebensmittelmanufaktur, Goldhacke, Goldsichel. Was ich beides nicht brauche, weil ich nicht genug Gold habe. Toll, okay. Wirkliches Besonderes hat er auch nicht. Schade eigentlich. Naja. Jetzt überlege ich nochmal ganz kurz.
kurz. Ich denke, dann hätten wir heute alles durch. Ich glaube, der Laden hat auch nicht offen, weil heute quasi ein Fest war. Also hier von Ottmar der Laden. Jetzt werde ich schon mal ein bisschen Dünger kaufen, aber ich glaube nicht, dass er bereit ist. Das glaube ich gerade, ja. Laden ist, er werden Veranstaltung geschlossen. Red mir einfach mal so mit ihm. Oh, bla 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 bla. Oh, ich kann nicht mehr ordentlich durchlaufen. Yay. Ich habe natürlich auch relativ viel Energie übrig. Die werde ich dahin gehen, benutzen. Hallo? Ich würde gerne zur Farm zurückkehren. Weil ich gerne dafür benutzen, um wieder auf der Farm ein bisschen jetzt in Anführungszeichen aufzuräumen. Ja, mach mal einfach mal, ne? Ich denke, wir können vorher noch mal Saru reinbringen. Wird dann bestimmt nicht böse sein, wenn wir das tun. Huch! So, und genau, hier rein. Gut, dann würde ich jetzt halt noch mal an Bäumen ein bisschen rumhacken. Ja, das wird meine Aufgabe sein. Yay! Ja. Ist hier dahinter was? Das war gerade so komisch. Axt. So, und zack. Der müsste eigentlich schon fast, ja, umfallen. Ich habe da schon offscreen ein bisschen rumgehackt an dem. Ich hoffe, da wirklich, dass ich bald mal eine bessere Axt haben werde. Noch ein kleines bisschen. Ich bin richtig erschöpft. Na, guck mal. Ah, okay, der Baum hat wieder gewonnen. Ich will nicht ohnmächtig werden. Ich will jetzt auch nicht dafür meine Fische essen. Ich gehe am besten einfach ins Bett. Und brate vielleicht auch ein bisschen Fisch vorher. Grille meine ich. Ich grille ihn. Karille. Gekühlter Fisch, guck mal. Kleine Aju. Ich könnte auch hier Salz, Zucker, Gewürz, Pfeffer, Zimt und sowas dran machen. Aber ich denke, so reicht's. Gekühlter Fisch ist fertig. Gekühlter Fisch, was habe ich hier? Ein Stint? Ja, klar, von mir aus. Das ist so das Around-Ding. Wobei man den gekühlten Fisch, glaube ich, auch ganz gut verkaufen kann. Das sollte vielleicht auch einfach mal in Erwägung ziehen. Muss ich mal ganz kurz kratzen. Oh, ah, ah. Warum mache ich das eigentlich immer während der Aufnahme? Das ist total schlimm. Stopp. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Okay. Gekühlter Fisch. Okay, ich muss auch noch mal ein paar Mal Ayus. Oh Gott. 10.000 Jahre später. Nochmal gekrillter Fisch. Ah, Ju. Es ist spannend. So steckt das nicht. Ja. Wieso wohl? Ah. So. Gekrillter Fisch ist fertig. Nochmal, nochmal. Ach komm, hier so. Und danach gehen wir einfach geschlafen. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann morgen zum. Was? Ich habe 100 Mal gekocht. Ich habe den Titel Buffet-Köchin verdient. Die Qualität meiner Gerichte wird nun. Nice. Cool. Ja, jedenfalls würde ich sagen: Ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Jimmy, Let's Play Story of Seasons. Wenn wir im letzten Tag vom Herbst sind. Bye.